Let's go! Hey. Ach, ich bin wieder so toll, ich hab meine Lampe vergessen. Egal. Du bist angeknabbert worden. Nee, knapp. Da ist hinten. Ich wollte gerade fragen, wo. Oh. Ja, hier gibt's. Ja, hier gibt's ja diese blaue Dings da, woraus man Essen machen kann. Ich hab daraus aber bisher noch kein Essen machen können. Ja, weil irgendwie das Rezept noch fehlt. So, dann einmal. Hallo, Stirnlampe? So. Hier wirklich alles aufsammeln, was du findest, ne? Ja. Ja, eh meistens. Ich würde nicht sprinten. Ich weiß nicht, ob dir das schneller Hunger und sowas abzieht. Nee. Wäre nicht schlecht eigentlich. Eine Crowbar. Ich höre was. Ja, ich sehe es auch. Du bist ja der Essensheini, da darfst du es aufnehmen. Plastik! Plaste! Oh, das weiße Gold! Ja, ordentlich. Das weiße Gold. Hier ist eine Kiste. LOL. Fischeintopf, gebackene Kartoffeln, gebratene Rüben. Essensration. Ja. Gut. Hätte ich gar kein Essen mitnehmen brauchen. Warte mal. Ne, wir gucken erstmal. Wir gucken erst unten alles ab. Badezimmer. Oh, jetzt hab ich die Uhranzeige oben, ich Dulli. So. Sag mal, hier sind alle Türen offen. Kann das sein, dass das die Yacht von früher ist? Es ist genau die selbst kopierte Insel. Naja, deswegen. Aber da wären ja nicht dieselben Items drin. Ne, die können ja respawnen, weil die Türen sind ja aber halt auch alle schon offen. Die eigentlich die waren noch bei der anderen offen. Nee. Die auf der untersten Etage war alles immer offen. Nee, da war auch eine verschlossene Tür. Und hier kannst du auch nicht mehr interagieren. Was du vorher konntest. Ich war mir aber sicher, dass wir. Ja? Wir sind jetzt auf Wassergatan. Wassergatan. Kann sein. Wir machen erstmal das jetzt hier. Ja. Links oder rechts? Links. Und rechts. Oder willst du nach draußen schauen? Na klar. Hier einfach kein Wasser drin ist. Ja, no. Das ist. Na okay, Sonneneinstrahlung, verdampfen. Aber es regnet ja auch. Oh, da oben ist schon so ein Monstrumvieh. Lol, rennst du draußen lang? Ja. Ich bin drinne. Ach so. Du bist unter mir. Ja, warum bist du schon hoch? Wir wollten erst die eine Etage durchgucken. Ja, ich
Ich dachte auch nicht, dass es da rausgeht. Ich kenne nur hier draußen halt diesen Kistenspot. Ne, hier unten geht's noch weiter. Du hast hier den Aufenthaltsraum und hast ihn nicht gesehen. Die Tür geht nicht auf. Bin nur. Oh. Wow. Da hätten sie die Tür auch offen stehen lassen können. Was für Helden. Nee, aber ich bin der Meinung, ja, der Safe ist offen. Das ist unser Boot. Das ist unser Boot, aber hier ist alles respawned. Sprich, looten. Oh. Naja, aber dann ist hier ja nichts mehr. Doch, Plaste, Metallschrott. Und sowas halt. Und Kisten mit Essen. Aber ist ja kacke. Das Mann, ist nö. Weißt du nicht, was noch ganz oben in der Kajüte ist? Alter! Kackenmistvieh! Den Raum kenne ich gar nicht. Hier gab's eher einen Schlüssel oder eine Schlüsselkarte. Nicht interagieren. Also nach draußen. Oder wo geht's hoch? Bei mir auf der Seite auf jeden Fall nicht, aber ich bin hier noch ganz draußen gerade. Beim Helikopterlandeplatz, aber ja, das war da, wo ich schon gelootet hatte. Ach so. Ah, hier geht's hoch. Willst du mich? Nö. Ich bin aber oben. Ich hab meine Abkürzung vom letzten Mal genommen. Ich bin hier draußen über die Kisten. Okay, die Tür ist von drinnen verschlossen. Du Arschlochvieh. Oh, da hätten wir auch hochrennen können. Wow. Hier ist nichts drinne. Da ist der schon wieder in zweiter Höhe. Mit denen man irgendwas machen könnte. Du siehst ganz oben, das müsste dann auch schon offen sein. Ja, hier ist aufgesprengt. Okay, es ist also unseres. Oh wow, gekochte rote Beete, ein Blueprint, noch. Die haben wir ja schon alle. Ja gut, dann... Warte mal, Blueprint, ich habe... Lenkrad, schmeiß ich raus, braucht man nicht. Ich geh wieder zurück. Den Blueprint, den du hast, was ist denn das für einer? Den habe ich nicht aufgesammelt. Ich dachte. Nee. Ich hab noch die Stirnlampe auf anstatt die Flasche. So. Ja, war eine kurze Looting-Tour.
Aber wir haben gut Plaste gemacht, damit kann ich das Boot vollenden. Dann können wir unsere Netze wieder benutzen. Ja. Ja gut, dann steuern wir zum nächsten Punkt. Ich bin noch am Looten um das Schiff herum. Da hast du auch noch Erze und alles Mögliche. Oh. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir an diesem Punkt halt schon waren. Ja, wäre aber irgendwie... Alles klar. Wir hatten fast in der Insel geschwommen. Aber es wäre ja auch scheiße, wenn die Yacht wieder komplett alles zu wäre. Ich habe aber zwei neue Rezepte. Die hattest du bestimmt schon vorher, wo du das Ding abgebaut hattest. Definitiv nicht. Was sind's denn für welche? Kugelfisch-Eintopf. Kugelfisch, okay. Ja, nee, Kopfbrühe heißt das. Also mit dem Kugelfisch, ja, okay, können wir nicht machen, wir haben keine Milch. Du bist eine Frau, du hast immer Milch. Oh, ey, eigentlich. Du kleiner Widerling. Warum? Wenn Frauen schwanger werden, produzieren sie Milch. Ja, aber ich bin nicht schwanger. Oder auch nicht das lässt sich ändern. Denk dran, ich bin der Kerl hier. hier war jetzt nichts mehr. War hier noch was? Ist nichts mehr und ich sehe nichts unter Wasser. Es ist so dunkel. Ach doch, hier ist noch was. Es ist so dunkel. Funktioniert das Teil überhaupt unter Wasser? Also die Stirnlampe? Ich habe Atemmaske auf. Ach so. Aber das Wichtige, das leuchtet ja so hinterlegt. Was? Der wollte mich durch die Insel fressen, der Hai! Hä? Was ist denn das für ein Arsch? Hat er es geschafft? Nee. Schade. So, ich hab wieder so eine Algen und Rüben und genau. Rohe Kartoffel, rohe Rübe. Gekochte Rübe. Ah, jetzt hier. Na gut, dann gebe ich erstmal einen neuen Kurs ein. Warte kurz. Mie Junge. Ja, eingeben heißt nicht, dass wir losfahren. Bei dir ist alles möglich. Nur um mich zu ärgern, würdest du sogar losfahren. Wie heißt das mit 6075? So, ich brauche noch einiges. An Metall. Ich bin ready, wenn du irgendwann fertig bist. Ja, ich. Soll ich den Anker lichten? Ich mach's einfach. Wieso frage ich's nach? Ich mach und gut. Ey, haben wir viele Muscheln. Ich glaube aber, du musst die Motoren dauerhaft anhaben jetzt, weil wir gegen den Strom schwimmen werden. Ja. Kann ich gleich machen. Nein, keine Richtung ändern. Einschalten, einschalten.
ziemlich scheiße, aber was soll man machen? Ich habe keine Planken mehr. Ja, ich habe ein paar im Gepäck. Ich glaube, müssten noch 20 Stück im Dings sein. Das Problem ist, ohne die Motoren fahren wir rückwärts. Was bedeutet, wir brauchen viel, viel Holz. Scheiße, ich brauche noch einen Eisenbahn, dann werden die Netze hinten wieder ready. Wir haben keins mehr. Scheiße. Jetzt kommt nämlich der Hai und knabbert das eine Netz an. War mir klar. Dann bleibt er, solange das geschmolzen wird. Und dafür brauche ich natürlich auch wieder Planken. Ja, warte, ich komme reinlegen. Naja, ich habe noch welche gehabt, aber das ist halt scheiße eigentlich. Ich muss dann links und rechts noch mal eine Reihe machen. Und dann wäre das Floß nach hinten wieder fertig, außer ich mache seitlich noch so ein paar Extravaganzen dran mit Netzen, was vielleicht sogar noch gut kommen würde. Aber mir gefällt das irgendwie, dass die Motoren jetzt hier hinten sind. Drück mal T. Achso, wenn du kurz Zeit hast. Ja, ich hab. Genau, du siehst ja diese Flaggen da, also diese Markierungen links. Mit Radio Tower, Wassergatan und Balboa Insel. Warte mal, bei T hab erste Seite Radio Tower, Valtan, genau, und Wassergatan. Und du siehst ja den Abstand. Das zu dieser untersten mit der 6075 Frequenz fahren wir gerade hin. Wenn das jetzt weiter bis ganz unten so ist, dann siehst du ja, wie viel wir storymäßig noch haben. Na dann. Also auf. Wir kommen auf unsere 100 Folgen mit dem Projekt. Auf und davon, würde ich sagen. Ah, ich bin im Wasser. Kommst du wieder drauf? Ja, das geht jetzt viel einfacher. Eigentlich noch was Neues? Ja, gut. Und das letzte Ding ist jetzt erst einmal safe. Guck mal, Darko. Ich muss hier links und rechts jeweils noch mal machen und ein Netz dran. Und dann dachte ich mir, dass ich mir hier so eine Art, ob das Grundgerüst aussieht wie ein Flugzeug, noch mal so eine schrägen Teile ran mache, wo ich auch noch mal Netze anbringe, dass wir hier ein richtig großes Auffangbehältnis hinten dran haben. Wisst? Ja. Das macht sich viel einfacher dann. Ja, dann brauchst du hier wirklich nicht mehr einsammeln. Alter, die fressen so viel Holz, da kommt man nicht hinterher. Ja, ich hab noch was im Gepäck. Kein Ding, also. Der Motor 1 ist komplett voll mit Holz. Motor 2 auch. Wir machen kurz einen Abstecher. Okay, ich wollte nur sagen, die Motoren sind komplett voll mit Holz jetzt. Dass du Bescheid weißt. Da ist eine Mini-Insel. Ich nehme jetzt jeden Holz mit, den man kriegen kann. Musst du sagen, wenn ich hier hinten ausmachen soll, ne? Ja, mein dann. Kann ich sowas hier drauf setzen? Nee, scheiße. Sowas? Nee. Dann müsste ich sowas wieder ranbauen. Aber das geht dann wieder.
Wo ist denn die Insel? So, du kannst schon mal Motoren ausmachen. Und Anker. Jo. Hätte vielleicht noch ein bisschen näher gekonnt, aber wir fahren immer noch weg von der Insel, wenn du den Motor ausmachst. So, da sind zwei Bäume, die hole ich mir schnell. Mach das. Kannst ja einfach nur noch mal schauen, ob hier irgendeine Kiste oder so unter Wasser ist, sonst fahren wir einfach weiter. Ne, ich würde sagen, Metallschrott wirklich, hier sind Erze zum Beispiel, alles mitnehmen, wir brauchen das jetzt wieder. Ehrlich gesagt will ich deine Bauaktion gerade ein bisschen unterbinden. Nö. Weil ich habe wirklich Schiss, wenn wir kein Holz mehr finden, fahren wir wieder rückwärts. Wir werden schon noch Holz finden, keine Sorge. Also deswegen habe ich ja mich darum gekümmert, dass die Netze auch hinten dran gleich wieder rankommen. Und da beißt sich der Hai auf jeden Fall die Zähne wieder aus. Wäre die Frage, du brauchst ja sicherlich für deine Bauaktion auch irre viel Holz. Kenne ich ja. Hatten wir ja das Problem. Für das Grundgerüst ja. Aber da muss ich ja nicht dauerhaft jetzt die ganze Zeit dran bauen. Ich will jetzt nur links und rechts noch die Seite fertig kriegen. Mit Metall verstärken. Und diese Flügelabsacker, ganz ehrlich, ich muss die nicht unbedingt bauen. Und oben die zweite und dritte Etage erweitern, das kann ich so nach und nach immer machen. Also wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen das Erweitern. Ich habe wirklich einfach nur die Angst, dass wir nicht genug Holz haben und dann wieder rückwärts fahren. Nein, Holz werden wir immer genug haben. Wir sammeln ja unterwegs ein. Ja, aber das verbrauchst du ja fürs Bauen. Das meine ich ja. Ich kann dir sagen, wie viel Holz ich dann insgesamt noch brauche. Ich brauche jetzt für ein so ein Teil 2 Holz. Das sind 2, 4, 6, 8, 10. Das sind 20 Holz. Und ganz ehrlich, die habe ich im Gepäck. Ich habe 44 Holz im Gepäck. Mach ich mir wieder mehr Sorgen als nötig. Ja, du müsstest auch mal nachfragen, wie viel Holz man im Gepäck hat. Ich habe jetzt zum Beispiel im Schmelzofen wieder Holz nachgelegt. Ich bin die Insel mal kurz unter Wasser umflogen, also ich habe keine Erze mehr so gesehen. Nee, ich bin ja auch schon immer rum, also war auch nichts mehr. Was bedeutet, wir können gleich weiter. Nägel muss ich wieder herstellen. Gut, wir können. Ja, ich lichte den Anker. Soll ich Motoren anschalten? Warte, noch nicht.